Mensch, das musst du sehen. Wuhu! Lol, der Fisch läuft! Der Fisch bewegt. Wenn sich die Fische bewegen, kommt er nicht hier Mondfinsternis oder so? Ja, oder das macht man auch so. Ja, Goldfische, die an Land gehen. Siehst du, brauchte man für Tränke nicht auch irgendwie Fische? Auf jeden Fall kann ich mir jetzt eine Goldmünze herstellen, wenn ich will. Na dann. Nee, erstmal müssen wir das Monster besiegen. Und dann sollte ich vielleicht noch. Ich gehe erstmal Zeug verkaufen, links. Welches? Ich werde jetzt schon das Monster. Es wird jetzt gleich beschworen. Augenblick. Ich habe Verfaultes noch mit, das braucht ihr jetzt ja nicht mehr, ne? Doch, doch. Das brauchen wir auch noch. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Weil im besten Fall gibt der. Das Auge uns gleich das Material, was wir dafür noch brauchen, und dann ist gut. Bis dann. Ja, ich sehe es gerade. Ich rufe übrigens gleich, ne? Ich bin schon bereit. Ich klicke schon wie ein Bekloppter, wenn es Nacht ist, geht's los. Bereite dich vor. Ich bereite mich gleich vor, ich muss nur kurz mal hier ein Gold weg. Habe ich hier kein Geld gekriegt? Doch, das ist ein bisschen. Egal, gut, ich komme hoch. Ja, jetzt habe ich auch noch normale Pfeile mit. Warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich Feuerpfeile auch dabei. Ich muss bloß die normalen loswerden. Warum auch immer erstmal die normalen Pfeile schießt. Also die Feuerpfeile nicht ausgerüstet hast wahrscheinlich. Doch, siehst du ja. In der richtigen Reihenfolge. Ich glaube, da ist einer gestorben oder abgereist. Er wollte das Auge nicht sehen. Was? Komm, kleines Auge, du brennst. Soll laut liegen jetzt Haufen Pfeile von euch da. Die Nacht sieht doch besser aus, oder? Naja. Wir kämpfen vielleicht die ganze Nacht, aber diesmal gewinnen wir. Wer steht da auf dem Auge? Achso, du bist mit deinem Teppich geflogen. Yep. Also diesmal sieht es eindeutig besser aus als die letzte Nacht. Versuche ich mal die kleinen Augen abzuhalten. Wieso ist eigentlich ein Club in unserem Haus? Die Tür auf ist. So, jetzt habe ich einen Regenschirm ausgerissen, das wollte ich nicht. Meine Fresse. So, nochmal kurz 20 Leben geheilt. Aua. Also es läuft eindeutig besser als letztes Mal. Und trotzdem sterben wir jetzt. Nein, ja, nein, nicht sterben, wir. Nicht sterben! Nicht sterben! Warte, bis wir leben! Bis wir leben! Komm, 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 ich will wieder belebt werden. Also. Ach, endlich! Ah. Hey, hier! Guck, guck! Hey, du kleiner Wichser! Also hier im Haus kann man auf jeden Fall besser ausweichen. Naja, in der Phase ist er im Haus besser aufgehoben. Für uns zumindest. Lol, erst guckt er zu mir, auf einmal springt er nach senkrecht nach oben. Ja, ich spiele gerne das Bauernopfer. Greif ich an, los! Au. Ich hab's verdient! Nein, er kriegt keine Erfahrung für diesen Kampf. Ja, klar. Sorgt lieber dafür, dass ihr nicht sterbt. Wir sind schon dabei. Lauf. Einfach überleben, einfach überleben. Wir haben genug Zeit. Lass dich bloß ja, nicht zerficken. Ach, ziehst du hin. Keine Angst, ich bin besser in diesem Spiel als in Risk of Rain. Ja. Und das ist ja nicht. Das ist traurig. Was? Warum ist das traurig? Yes! Oder du noch scheiße bist. Was war?
Leute, sammelt mal eure Pfeile jetzt ein, bevor die despawnen. So, mal sehen, was haben wir bekommen. 42 Erz, Dämonit. Ist auch eine Rasse herstellen. So, mal sehen. Dämonit Barren. Gerade mal 10 Barren? Ernsthaft? Ey, das reicht sogar für die Schrecken dann. Hier noch. Liegt ein Schirm, du wolltest doch einen haben, Erik. Der steht im Haus. Ich weiß, was wir uns davon herstellen. Die Angel aus dem Zeug. ja, wie wollen wir das machen? Einer von euch einen Bogen oder wollen wir erstmal ein Schwert herstellen? Mir Wurst, was wir zuerst machen. Oder warten wir darauf, dass wir genug haben für eine Rüstung? Ja, dann kann sich nur einer die Rüstung gleich kriegen. Naja. Ein theoretisch mit dem Schwert den Boden besser killen. Also erstmal Schwert herstellen. Hey, ich hab ne Linse. Cool, sammel weiter. Wir können auf jeden Fall noch mehr gebrauchen. Ich habe mal Schwert hergestellt. Lol. Effekt plus 12% Größe. Nächste Blau. So. Braucht jemanden. Ja, wer nimmt denn das jetzt? Soll ich das denn nehmen oder? Ja, wahrscheinlich. Was denn? Ja, wenn ich das denn nehme, braucht jemand ein Silberbreitschwert mit 13 Nahkampf mit 18% mehr Schaden als Buff und 10% weniger Rückschlag? Was? Kannst ja mir geben. Genau, ich habe nämlich eins mit 12, also brauche ich es nicht unbedingt. Ich habe nämlich ein bisschen schnelleren Nahkampftempo hier. Ah, verdammt. Auf jeden Fall noch Linsen sammeln. Wir brauchen die Spitzhacke davon. Ach ja, genau. Na. Ah, ich versuche mal zum Dungeon zu kommen, um die Fackel zu holen. Okay, und ich versuche noch ein paar Linsen zu finden. Ah, soll ich den Glimmer verkauft haben, sie kann. Verfaultes wolltest du behalten, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil der Wurm droppt nachher auch das Zeug, womit man das dann noch weiterhin beschwören kann. Und dann können wir uns andauernd den Wurm beschwören. Und bei der Farm kriegt auch Dämonit-Erz. Und das können wir dann richtig geil farmen. Farm. Okay. Wie viele Linsen haben wir? Ich habe keine. Na, ich habe eine Linse. Gut, und ich habe 3. Das heißt noch 2 Linsen und wir könnten nächste Nacht noch einen beschwören. Hm, na gut. Den Rest werde ich wohl Wurfmesser haben. Ist ein besser Wurfmesser oder das? Schuriken machen mehr Schaden als Wurf. Nee, doch nicht. Wurfmesser machen mehr Schaden als Schuriken. Hinter, aber glaube ich auch nur in der gerade Linie, oder? Was machst du? Schuriken kann man fliegen dahin, wo man so hinwirft. Ja, aber ich meine die Wurfmesser. Ja. Ey, du bist wieder leiser geworden. Mach mal dein Mikro wieder ordentlich. Ah, egal. Na, es ging darum hier wegen Wurfmesser, ob die dann nur gerade fliegen. Hatte ich also eine Goldmünze, ne? Da kann ich doch mal mein Netz kaufen. Obwohl ich nicht glaube, dass es mir irgendwas bringt. Ah, so. Ich denke immer hier, der Wald brennt. Mit diesen scheiß Fackeln am Baum. Was bringt eigentlich ein Sparschwein? Da kannst du denken, ein Ding, und ich glaube, das ist ein Teil, wo nur du Zugriff drauf hast, auf dein Zeug. Im Prinzip eine Truhe, auch glaube ich genauso viel Platz, aber nur derjenige, der die Items reingelegt hat,
kann auch seine Items rausholen. Es kann aber jeder rangehen und auf Deutsch gesagt, Enderkiste. Ja, so. Okay. Ein Bergmann-Helm gibt's hier, aber der kostet 8 Gold. Ja, aber dafür hast du deinen Untergrund immer schön Licht. Ich weiß, aber ich kann mir den nicht leisten. Du verlierst den Z-Bonus, wenn du das anrüstest. Den was Bonus? Z-Bonus von den anderen Sachen. Und du musst ja deinen Helm ersetzen damit. Ja, der hat einen Abwehr und mein aktueller hat auch einen Abwehr, von daher ist es aktuell egal. Z-Effekt. Ja. Später. Ja, der hat doch keinen Zusatzeffekt. Ja, später dann, aber jetzt bringt es mir aktuell viel. Ich habe ein Häschen in den Kopf abgeschlagen. Ach ja, im Untergrund diesen. Nochmal. Müll abbauen. Was willst du aber? Wenn wir nachher im Untergrund den Müll abbauen. Da brauchen wir nicht auch. Ja, Entschuldigung. Au. Brauchen wir nicht auch einen Hammer nachher? Oder machen wir das mit dem Bombenschrott, die Erze? Ja, dafür reicht aber ein normaler Hammer oder nicht? Irgendein Halshammer. Oh, Hammer. Ich weiß ja nicht, wollt ihr dann gleich zum Wurm hin oder so? Also, ja, aber den können wir auch gar nicht beschwören. Ich habe 2 Linsen, also ich Nein, aber wir können ja zumindest eine von den Kugeln schon mal killen. Na, das können wir. Ich gebe dir Gleitschutz. Ist es jetzt schon Tag oder wird es erst Tag? Es ist gerade Tag geworden. Guck, die Sonne ist da ganz links. Ah, das ist schön. Weißt du, es wird glaube ich erst 18 Uhr entschieden, ob irgendwas passiert oder nicht. Hä? Na, bei dem Wechsel zwischen Abend zu Nacht wird entschieden, ob dann ein Meteor fällt oder nicht, wenn man so eine Kugel gekillt hat. Ach so. War hier noch ein Weg weiter runter rein, oder ist das ja nur noch Schneegebiet? Ja, da geht's auch rein unten. Gut. Ja, stimmt ja, da unten war ich ja. Ah, so. Beide noch. Ja, ich hab dich drauf geachtet. Aua. Hä? Was hab ich denn dafür? Mach dann am besten hier auf, weil da unten ist noch eine Kiste. Das ist ein blöder Altar. Werf das doch so hier hin, auf der Ecke. Lass mir doch auch reinkommen. Wenn es genau hier die Bombe platzierst. Oh, sehen wir ja gleich. Passt doch. Das passt. Bauarbeiten. Das dürfte schon reichen, ne? Mal sehen, ist das in der Truhe drinne? Verzauberter Boomerang. Cool, nett. Damit kann man mit dem Boomerang alleine kann man Solo das Auge legen. Hast du Hammer? Ich hab Hammer. Aber kein Licht. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Siehst du doch. Muskete. Musketenkugeln. Auch nicht schlecht. Irgendeine Meldung steht jetzt gerade unten. Was soll die heißen? Och. Das ist normal. Nicht beachten. Das ist normal. Es sei denn, es steht irgendwann da Meteorit ist eingeschlagen. Dann gehst du bitte schön zu deinem Weg und guckst, wie wenig Erz gedroppt ist. willst du die anderen auch noch gleich freilegen, oder? Freilegen können wir sie, aber halt mal nicht platt. Na, du hast alleine einen Hammer. Also, du bist der Einzige, der dir das Recht hat, das zu zerstören. Wie viele Bomben hast du? Nur noch 12. Handgranaten? Bomben. Richtig Bombe. Okay. Ah, toll. Eine Bombe. Passt. Ach ja, jetzt wollte ich selber schon da runter. hier wird's natürlich doof bei der Kugel. Dann nimm eine andere. Oder versuch doch hier so seitlich, aber das wird ein bisschen schwieriger. Ah, das ist nervig. Ich will hier raus. Bitte Feuer anlagen. Vorsicht, Sprengung! Vorsicht, wir sprengen einen Falco.
Feiern Lor! Schreist du jeden Abend, hä? Ja, immer beim. Ich hab eine Krankheit! Ist deine Krankheit. Alter, das war knapp. Alter, da unten ist noch eine Höhle. Kriegst du das irgendwie hin, das so hinzubacken, dass wir da unten durchkommen? Ohne das Teil zu zerstören? Ich sehe da gar nicht viel. Doch, da unten geht's. Ja, ich meine, ich sehe zwar auch eine Höhle, aber ich sehe nicht, wo ich am ehesten. Au. Das ist doch einfach links unten in der Ecke. Oder wollen wir warten bis nächste Nacht und dann? Treibt jetzt ganz heftig. Das ist deine Auffassung. Oder wir versuchen von unten daran zu gehen. Ich meine, das ist ja nur ein Katzensprung, wo wir da bisher sind. Was braucht man nochmal alles für ein Lagerfeuer? Fackeln? Und Holz. Hast du noch Holz? Ich habe Holzplattform und sonst nichts. Wollte nämlich, wenn wir hier irgendwo kämpfen sollten, vielleicht lieber. Du hast doch oben schon Lagerfeuer hingelegt. Ja, oben. Dann nimm das doch kurz davon weg und pack's hier nach unten. Oder hol dir kurz oben ein bisschen Holz, da sind doch noch ein paar Bäume, oder nicht? Ich fühle mich leicht eingeschränkt. Weißt du, hat einen Enterhaken und fühlt sich leicht eingeschränkt. Ich hätte auch gerne einen Enterhaken. Dann farm ihn. Oder geh in den Dschungel. Da kriegst du sogar noch was Besseres. Ohne Witz, wann gehen wir in den Dschungel? Wann killen wir die Biene? Biene Maya muss sterben. Biene Maya muss dran. Das sah gut aus. Ich hab mich nur gerettet. Ach, schon wieder ein Wurm. Warum immer ich? Ich hab den Hinterhalt. Rette mich. Was? Ich soll dich retten? Nicht. Ach, der Retter in der Not! Dam, die Dam. Was macht man mit Wurmzahn? War das für ein Trank?